Kommen wir jetzt zur Rekursion in der Programmierung. Wir werden jetzt ein paar Definitionen kennenlernen. Eine Funktion oder Prozedur, ich verallgemeinere das jetzt immer unter dem Begriff Funktion, eine Funktion heißt rekursiv, wenn sie während ihrer Abarbeitung erneut aufgerufen wird. Das heißt, man hat eine Funktion aufgerufen und während ihr Rumpf abgearbeitet wird, erfolgt ein erneuter Aufruf innerhalb der Abarbeitung des Rumpfes dieser Funktion. Eine Funktion heißt dabei direkt rekursiv, wenn der erneute Aufruf im Funktionsrumpf der Funktion erfolgt. Das heißt, ich habe die Funktion f und rufe eine Funktion namens f und im Funktionsrumpf erfolgt der Aufruf von f. Indirekte Rekursion, eine Funktion heißt indirekt rekursiv, wenn der erneute Aufruf nicht im Funktionsrumpf der Funktion selbst, sondern in einer anderen Funktion erfolgt. Man kann sich das vorstellen, eine Funktion f ruft im Funktionsrumpf eine Funktion g auf und im Funktionsrumpf von g wird wiederum f aufgerufen.